Russland will im arktischen Meer ein Atomkraftwerk betreiben. Das hat zwei Reaktorblöcke und war letzten Sonntag vom Stapel gelaufen. Ja, es ist ein schwimmendes AKW auf einem Ponton. So sieht es aus. Dieser Meiler wird im Moment über die Ostsee geschleppt, an Fehmarn und Dänemark vorbei mit Ziel Murmansk. Greenpeace protestiert dagegen. Ein Boot der Umweltschutzorganisation folgt dem Schleppverband und Tobias Gellert war an Bord. Seit gestern begleitet Greenpeace den Koloss. Für sie ist es eine nukleare Titanic oder ein schwimmendes Tschernobyl. Laut russischem Betreiber soll die Akademik Lomonossow sicher und unsinkbar sein. Zwei Reaktoren auf 144 mal 30 Metern. Brennstäbe sind noch nicht drin, die werden später eingebaut. Dieses Kraftwerk wird in Murmansk geladen und geht dann und getestet und ist dann bestrahlt, geht es weiter nach Pevek. Das bedeutet, dass ein Atomrisiko introduziert worden ist in den Arktis. Das zweite Problem ist, dass es eins von vielen sein wird. Also es ist die erste von einer ganzen Reihe von fließenden Kernkraftwerken. Wir sind hier jetzt, in diesen Tagen eskortieren wir diesen großen Barge, um das aufzuzeigen. Und damit auch die Staaten rund um den Baltik und die nordischen Staaten und Deutschland aufzurufen, alles zu tun, damit dieses Projekt nicht weitergeht. Am vergangenen Wochenende hatte das schwimmende AKW in St. Petersburg ausgedockt. Mit 9 Kilometern pro Stunde fährt es seitdem durch die Ostsee, später durch die Arktis. In Murmansk im Norden Russlands soll es mit Brennstäben bestückt werden. Danach wird es auf dem Seeweg weiter nach Ostsibirien gebracht. Dort soll es 200.000 Menschen mit Strom versorgen. Von Puttgarden auf Fehmarn aus war die Lomonossow heute früh gut zu erkennen. Sicherheitskräfte auf den russischen Begleitschiffen lassen die Umweltaktivisten keine Minute aus den Augen. Die Schiffe versuchen immer wieder, das Greenpeace-Schiff Beluga 2 abzudrängen. Naja, wir haben unbequeme Wahrheiten zu sagen. Und ich glaube, das ist genau der Punkt. Wenn man in diesem Fall ganz deutlich sagt, dass das nicht in Ordnung ist, dass es gefährlich ist, dass dort die Umwelt gefährdet wird, dass dort in eine falsche Richtung eine Entwicklung passiert, dann ist das für den Betreiber eines solchen Kraftwerkes selbstverständlich unbequem und das möchten die nicht. Die Akademik Lomonossow soll von 2019 an 70 Megawatt Strom erzeugen. Russland habe aber keine Erfahrungswerte mit einem solchen Kernkraftwerk. Und genau das mache es nach Ansicht von Greenpeace unberechenbar. Denn in der Ostsibirischen See gibt es Eisberge und Felsen. Ein Atomunfall könnte weite Teile der Arktis und des Meeres nuklear verseuchen.